Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin mal wieder ungeschminkt. Das bedeutet, wir kreieren gemeinsam einen Look mit nur einer einzigen Marke. Wenn dich interessiert, um welche Marke es sich heute handelt, eine Marke mit sehr vielen tollen Lidschattenpaletten, dann bleib dran, ich zeig's dir gleich. Falls du zum ersten Mal hier bist, mein Name ist Yvonne und ich begrüße dich recht herzlich auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Auf dieses Video freue ich mich schon so, so sehr. Es geht um Revolution. Na, vor 2014 hieß die Marke noch Make-up Revolution und guckt auf eine 30-jährige Tradition zurück. Und mittlerweile kannst du sie auch in 24 Ländern erhalten. Revolution ist komplett cruelty-free, also tierversuchsfrei, und fast das gesamte Sortiment ist auch vegan. Für mich bedeutet Revolution immer gute Qualität, also wirklich gute Qualität, zu einem sehr niedrigen Preis. Und vor allem bedeutet Revolution für mich wunderschöne Lidschattenpaletten. Manchmal überschlagen sich da die Neuheiten, dass man gar nicht mehr richtig hinterherkommt. Aber man kann sagen, es gibt ja quasi so zwei große Lidschattenserien. Das ist einmal die Reloaded-Reihe, die schaut so aus. Also das ist so das Standarddesign von diesen Reloaded-Paletten. Und, jetzt muss ich einmal kurz kramen, dann gibt es ja noch die Flawless-Reihe. Das sind diese Metallverpackungen, und von diesen Flawless-Paletten soll es mittlerweile über 35 Stück geben. Aber natürlich kooperiert Revolution auch immer wieder mit YouTubern, mit großen Bloggern, oder sie suchen sich aktuelle Kinofilme raus und schließen da eine Kooperation ab und bringen damit einfach immer unfassbar schön designte Paletten auf den Markt. Wenn ich mir die Meinung der anderen YouTuber so anhöre, gibt es bei den Paletten wohl so richtige Tops und Flops. Ich muss sagen, einen richtigen Flop hatte ich bisher noch nicht von Revolution. Aber vielleicht sind da die Geschmäcker auch einfach sehr verschieden. Ich werde heute einen Look ausschließlich mit Revolution-Produkten schminken. Dabei werde ich die ganzen Untermarken auch außen vor lassen. Es ist ja einmal so Revolution die Marke, aber es gibt ja auch so verschiedene Untermarken. Die bekannteste ist wahrscheinlich I Heart Revolution. Dann gibt es ja noch We Love Revolution und es gibt XX Revolution und Revolution Pro. Zu einigen von denen werde ich nochmal ein extra Fullface machen, aber heute werde ich mich ausschließlich auf die reine Marke Revolution konzentrieren und dir im gleichen Atemzug auch alle Produkte zeigen, die von Revolution in meiner Sammlung sind. Heute ist auch wieder Alexa mit am Start, denn von manchen Produktkategorien hatte ich einfach sehr viele zur Auswahl und dann hilft sie mir immer, welches Produkt ich wirklich verwenden soll. Und das geht auch gleich schon beim ersten los, denn ich habe ganze drei Primer von Revolution in meiner Sammlung. Ich glaube, so viele wie von keiner anderen Kosmetikmarke. Das weißt du bestimmt besser. Wenn ich falsch liege, dann schreib mir das gerne in die Kommentare. Zu einem habe ich hier mal aus einem Wanderpaket rausgenommen. Hydrate and Prime Primer. Der gefällt mir ganz gut. Der ist auch schon recht gut verbraucht. Ich habe den ja auch quasi gebraucht aus dem Wanderpaket genommen. Der war ist ja schon ein paar Mal getestet worden. Ich habe ihn jetzt noch weiter getestet. Wir sind ungefähr hier so bei der Hälfte angekommen. Der versorgt meine Haut wirklich sehr gut mit Feuchtigkeit über den Tag. Gefällt mir ganz gut. Hat so ein bisschen trotzdem eine silikonartige Konsistenz, aber ist aber ein sehr solides Produkt. Landet mal auf der 1. Auf der 2 aus dem Revolution Adventskalender habe ich hier, hat der auch einen extra Namen? Muss ich mal eben gucken. Nö. Der heißt einfach nur Primer und Base. Mehr steht hier gar nicht drauf. Habe ich auch noch gar nicht getestet. Wie gesagt, der kommt aus dem Adventskalender, ist dann direkt in meine Schubladen gewandert. Vielleicht ist es ja heute dann soweit. Wen ich schon getestet habe, obwohl er aus einem Adventskalender kommt, ist dieser Primer hier. Den habe ich aus dem Game of Thrones Revolution Adventskalender geholt. Und da war ich einfach so mega neugierig, den musste ich testen. Es ist so ein kleiner Pumpspender, das riecht sehr angenehm. Ist auch so ein bisschen silikonartig. Spendet nicht so viel Feuchtigkeit wie der erste, aber lässt sich gut verteilen und verarbeiten und hat das Make-up gut gehalten, da wo es hin soll. Hat mir also auch gut gefallen. Auf der Nummer 3. Echo, nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3, 3. 3, okay. Wir sind bei dem Game of Thrones Primer und dann würde ich sagen, ich leg mal los. Der lässt sich einfach super verteilen, das habe ich ja gerade auch schon erwähnt. Er riecht so ein bisschen fruchtig, würde ich sagen. So ein bisschen nach Aprikose oder so etwas. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr so im Blick, aber sehr, sehr angenehm.
hinterlässt ein sehr schönes, glattes Hautgefühl. Trotzdem so ein bisschen sticky. Also ich mag das ja, wenn es so ein bisschen noch wappig ist. Ich habe immer das Gefühl, das Make-up hält dann besser. Und das gefällt mir ganz gut. Ja, ein sehr, sehr schöner Primer. Ich weiß jetzt nicht, natürlich kann man den jetzt nicht separat kaufen, aber ich bin mir sicher, Revolution hat solche Glasflakons vielleicht auch noch mit anderen Primern im Programm. Und das ist vielleicht der ähnliche. Ich weiß es nicht genau. Habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht vorher nachgeschaut. Aber der ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Concealer, da habe ich einen zur Auswahl. Das ist der Conceal and Define Full Coverage Concealer and Contour. Und ich habe die Farbe C3. Genau. Und ich glaube, den habe ich mir auch wirklich als einzigstes Produkt, ja, gekauft, weil ich davon noch keinen in der Sammlung hatte. Ich hatte also noch keinen Concealer vorher von Revolution gehabt. Und für ein Full Face gehört das für mich einfach mit dazu. Der ist nämlich auch noch richtig verschweißt, hier sehe ich gerade. Den habe ich also wirklich noch gar nicht getestet. Ja, dann wird es heute dazu kommen. Ich packe den mal eben aus. So, dann schauen wir uns erstmal eben den Applikator an. Oh, das ist ein Sticker. So ähnlich wie bei Catrice. Ja. Riecht so ein bisschen nach Kaugummi. Sehr interessant. Alles klar. Ich würde sagen, es geht los. Ja, der Farbton ist, glaube ich, nicht ganz so passend. Ne? Ist vielleicht ein bisschen hell, obwohl ich es ja auch gerne ein bisschen heller unter den Augen mag. Als in der Kamera sieht das nochmal ein bisschen krasser aus, dass ich hier so einen weißen Streifen jetzt habe. Aber gut, mal gleich schauen, wie sich das mit der Foundation verträgt. Und dann kann man ja auch ein bisschen wieder darüber gehen. Aber erstmal wirkt er ganz gut. Ich finde, ne, die Augenschatten sind gut abgedeckt. Bisher ist auch noch nichts in Fältchen gekrochen. Mal sehen, wie das so sich über den Tag verhält. Als Foundation habe ich auch nur ein Produkt. Das habe ich mir mal aus einem Wanderpaket rausgenommen. Matte Base Pore Blurring Full Coverage Foundation in der Farbe F3. Ich habe so ein bisschen Bedenken. Ich habe heute einen sehr langen Tag vor mir und dann so matt. Das ist immer ein bisschen schwierig, ne? Aber gut, ich habe nur das eine Produkt. Also werden wir es ausprobieren. Ich weiß noch gar nicht. Schauen wir mal eben die Farbe an. Ja, aber die könnte ganz gut sein. Ja, ist ein bisschen cremig, flüssig. Ja, ich würde sagen, ich starte. Ja, okay. Es ist sehr, sehr matt. Auf jeden Fall. Ein bisschen cakey, aber das ist, glaube ich, auch wieder nur die Kamera, die das jetzt so suggestiert. Ich glaube, in echt ist das nicht so. Aber ach, es ist sehr matt, ne? Ein bisschen tot. Also da muss jetzt ganz schnell wieder Leben rein. Vorher wollte ich aber, pudere ich das überhaupt noch ab? Wenn ich es jetzt abpudere, aber ach, ich muss ein bisschen abpudern, sonst hält mir der Rest nachher nicht. Ich habe auch von Revolution ein Translose Powder. Das kommt auch aus einem Wanderpaket. Das hat keine Farbe, logisch, das ist transparent. Ich würde sagen, ich gebe das einfach mal über so ein paar Stellen drüber und mal schauen, wie das so ist. Es geht los! So, wirklich eben nur ein ganz, ganz bisschen, damit das nicht ganz mehr so sticky ist. Ja, geht schon etwas besser. Aber jetzt bin ich natürlich noch töter als tot, ne? Irgendwie gefühlt. Das muss ich jetzt ändern. Wir geben erstmal ein bisschen Kontur ins Gesicht. Da habe ich hier auch einen Konturton. Der kommt aus dem Adventskalender. Shape heißt der. Contour Powder ist das. Das ist so ein dunkles Braun. Das ist ein sehr, sehr krasses dunkles Braun. Und du siehst, ich habe das auch noch nicht verwendet. Also ich hoffe, ich kriege das gleich gut verblendet. Wenn ich damit jetzt reingehe, ich nehme einfach mal einen kleineren Pinsel als meinen üblichen. Weil sonst habe ich da so einen Balken nachher, ne? Muss mal eben gucken. Ja, vielleicht starte ich mit dem. Ja, ich versuche es mal. Oder ich verblende mit dem und ich gehe erst mit so einem rein. Ja, ich nehme den erstmal. Es geht los. Okay, da bin ich jetzt echt überrascht von. Das ließ sich gut verblenden. Also das sieht wirklich richtig gut aus. Und es ließ sich auch gut schichten.
Also das ist wirklich, wirklich überraschend für mich. Contour-Powder. Alles klar. Super Produkt. Also das gefällt mir gut. Sieht richtig gut aus. Sehr schön. Gut, dass Mama solche Sachen hier ausprobiert, ne? So, willkommen zum Blush. Da habe ich zwei einzelne Blushes. Das habe ich mir mal zugelegt. Jetzt nicht extra für dieses Video, weil ich diesen Farbton einfach so toll fand. Ich glaube, das habe ich mal bei Rossmann gekauft. Viele dieser Revolution-Produkte findet man ja auch bei Rossmann. Das ist so ein Peach-Ton, ne? Das schaut so aus. Habe ich noch gar nicht verwendet. Sehr schade eigentlich, weil das wirklich ein schicker Farbton ist. Bin ich irgendwie noch nicht so gekommen. Also das ist so ein richtig toller Peach-Ton. Gefällt mir gut. Landet also auf der 1. Aus der gleichen Reihe habe ich dieses hier. Das ist auch Blush Reloaded. Das ist Rose Kiss. Das habe ich mir mal aus einem Wanderpaket rausgenommen. Ich mag Revolution-Produkte einfach sehr gerne. Ja, das ist jetzt natürlich total mein Farbton einfach. Das ist so ein eher Rosenholzton mit so ein bisschen mehr Pink drin, würde ich sagen. Also ein ganz toller Blush-Ton, der auch wirklich sehr vielen steht bestimmt. Und dann habe ich hier noch eine Flawless Blush Palette von dieser Flamingo-Reihe. Und die habe ich wirklich schon sehr, sehr, sehr oft verwendet. Hat die einen extra Namen? Nein, Blush Palette. Ja, das kann man auch ganz gut sehen. Da habe ich auch mal ein bisschen gespielt mit den Farben. Ich habe mal nur das Pink genommen, mal habe ich diese beiden unteren hier gemischt. Das sind also auch viele, viele Möglichkeiten, die man da austesten kann. Das ist dieser Pink-Ton. Der hat jetzt ein bisschen mehr Rotanteile als der vorherige Ton. Das ist so ein Terrakotta-Ton, der jetzt ein bisschen mehr ins Peachige geht. Das hier ist der Terrakotta-Ton. So, das war vorhin der Peachige und das hier ist der Terrakotta-Ton. Wird auch sehr viel Rotanteile. Ne? Also sehr, sehr, sehr schöne Farben. Tolle Blush-Auswahl. Ich würde sagen, wir fangen hier bei 3 an. 3, 4, 5. Echo, nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 5. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 5, 2. 2, okay, damit hätten wir den, den ich so schön finde, diesen Rosenholz-Peach-Ton. Das ist hier ja dieser. Genau, würde ich sagen. Alles klar. Mein Blush-Brush ist am Start und es geht los. Auf jeden Fall sehe ich nun wieder etwas lebendiger aus. Auf jeden Fall. Ein schöner Farbton, ne? Ein bisschen stark pigmentiert. Man muss da also wirklich ein bisschen vorsichtig reingehen. Aber es sieht wirklich toll aus. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. So, Leben tue ich ja schon wieder, aber so ein bisschen Lebendigkeit im Gesicht fehlt noch. Natürlich der Highlighter, so ein bisschen Glow, ein bisschen Sparkle. Da habe ich auch zwei Highlighter aus Adventskalendern. Das hier. Die heißen einfach nur alle Highlighter, ne? Ist die Farbe Impact. Das ist so ein bisschen so ein kupferner Ton. Das ist dieses hier. Hier haben wir die Farbe Contentation. Contentation. So ein bisschen mehr Champagner. Ah, der gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und ich habe hier so eine wunderschöne Verpackung. Diesen Glitzersteinchen, Face and Body Highlighter. Also, das ist mega, ne? Ich finde es total gut. Hat der denn irgendeine Farbbezeichnung? Ich finde jetzt hier gar nichts. Nö, da ist einfach so ein Stern drauf. Der schaut so aus. Mal gucken, ob das ein bisschen mehr rosa jetzt ist. Nee, dann ist jetzt im Gegensatz dazu ist der von gerade ein bisschen rosastichiger und der jetzt ein bisschen silbriger. Ja, sehr, sehr schöne Highlighter. So, das war die Nummer 3. Echo, nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3, 1. 1, okay, damit sind wir bei diesem kupfernen Ton. Alles klar, probieren wir aus. Den hatte ich auch noch nicht im Gesicht. Es geht los. Okay, sehr, sehr, sehr schön. So ein bisschen sonnengeküsst, würde ich sagen, mit Sparkles versehen, irgendwie so. Sehr schön. Doch, ist mit diesem Peach zusammen, ist jetzt so ein bisschen golden auf der Haut.
Ja, das gefällt mir auch sehr gut. Wunderbar. Und jetzt kommen wir zur, wie sagt man das denn, Meisterdisziplin von Revolution. Ich habe keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall für mich die Lidschatten, definitiv. Bevor ich jetzt aber meine ganzen Paletten zeige, die ich alle von Revolution habe, habe ich auch ein paar Mono-Lidschatten. Und zwar sind das so Creme-Lidschatten. Die meisten kommen tatsächlich aus dem Adventskalender. Ich habe mir aber auch welche selber gekauft und auch einen aus einem Wanderpaket. Ich mag Creme-Lidschatten wirklich sehr gerne, obwohl ich Schlupflider habe. Oder ich würde sogar sagen, gerade weil. Also bei mir ist das kein Hindernis. Ich muss halt nur die Augen im Moment geschlossen lassen, dass die gut antrocknen. Und dann halten die auch wirklich gut. Ich habe hier einmal die Farbe Workship, das ist so ein rosa Metallic. Dann habe ich die Farbe Dream, das ist so ein braun Kupfer Metallic. Die haben keine Farbbezeichnungen mehr, ne? Das ist irgendwie seltsam. Die aus Adventskalendern hatten keine Farbbezeichnungen. Creme Eyeshadow, nee. Hier ist einmal so ein rosé Kupfer Metallic und einmal so ein silbrig weißer Metallic. Also richtig schöne Farben. Die habe ich auch schon wirklich alle einmal getragen und gefallen mir total gut. Gerade dieses Silbrige kann man gut so auch als Topper verwenden. Richtig schön. So, nun geht's aber los mit den Lidschattenpaletten. Und ich weiß gar nicht genau, wo wir da anfangen sollen. Vielleicht mit meiner kleinsten, vielleicht steigern wir uns da einfach, vielleicht machen wir es so rum. Ich habe hier einmal eine Mini Reloaded Palette. Die kommt aus der Look Fantastic Beauty Box und ist die Velvet Rose Palette. Das ist eine 6er. Die hatte ich auch schon mal in einer meiner Schminkschubladen. Es gibt da auch schon ein paar Looks zu, die ich damit geschminkt habe. Gefällt mir sehr gut. Ist eine tolle Alltagspalette. Wenn ich nicht so lange überlegen möchte, sondern einfach irgendwie schnell was schminken möchte, was alltagstauglich ist, mit dem ich vorzeigbar bin, dann ist so eine kleine Palette mit diesen nudigen Tönen genau das Richtige. Auf der 1. Auf der 2 habe ich aus dem Adventskalender von diesem Game of Thrones Adventskalender einmal hier die House Stark Palette. Das sind 9 Farben, die sehen so aus. Genau. Ich weiß nicht, warum das Haus Stark ist. Wir sind hier sehr in so einem bärigen Roséton. Also, wenn man jetzt an den Film denkt, finde ich, passt das irgendwie nicht so zusammen. Aber sei dahingestellt. Wir haben tolle Farben dabei. Hier auch so ein ganz tolles, ich kann ja auch mal einen Ton swatchen. Jetzt haben wir hier noch die Highlighter. Das passt ganz gut zu den Highlightern, ne? So ein toller Topper in so einem Roséton, also richtig, richtig schöne Farben auf der Nummer 2. Auf der 3 haben wir dann auch eine Game of Thrones Palette, Haus Lannister. Das finde ich passt jetzt ja eher, ne? Diese Rot, Orange, diese warmen Farben finde ich passen da ja wirklich richtig gut hin. Hier so ein ganz knalliges Orange, das ist auch total schön. Und die sind einfach auch krass pigmentiert, ne? Richtig gut. Auf der Nummer 3. Von diesen 9er Paletten habe ich noch ein paar mehr. Hier habe ich einmal die Batman Palette. Die schaut so aus ohne Umverpackung. Die ist noch ganz neu, wie du siehst. Also die habe ich noch gar nicht verwendet. Das machen wir jetzt gleich mal ab. Die ist direkt in meine Sammlung so gewandert. Das sind natürlich so richtig typische Batman-Farben. Ne? Wir haben Gelb, wir haben Schwarz. Sonst so nudige Töne, aber auch einen ganz tollen Goldton. Also gefällt mir auch total gut. Auf die Nummer 4. Auf der Nummer 5 ist das Pendant dazu, nämlich die Joker-Palette. Die ist ein bisschen knalliger, eben auch passend zum Joker. So schaut sie ohne Umverpackung aus. Und das sind die Farben. Und du siehst, hier reflektiert es auch. Die ist auch noch neu, obwohl ich glaube, die habe ich schon geswatcht. Okay, ich muss mich korrigieren. Ich habe die beide schon geswatcht. Hier ist das nur so, dass auf dem auf diesen durchsichtigen Folie die Namen der Farben stehen. Darum habe ich die behalten. So war das. Kann ich wieder sagen. Die habe ich doch auf jeden Fall schon geswatcht, weil das mega knallige Töne sind. Das Grün und dieses dunkle Beere hier, die sind so cool. Also es ist so eine tolle Mischung irgendwie und so butterig weich. Also mega krass. Richtig cool. Genau, und hier stehen die Namen drauf. Da haben wir nämlich auch Smile und Power und Hahaha ist eine Farbe. Richtig cool. Von Relotion in Zusammenarbeit mit Niki Lilly ist diese Palette entstanden in dieser Zimtschnecken-Optik, würde ich jetzt mal sagen. So schaut sie aus und das ist auch eine meiner absoluten Favoritenpaletten, obwohl sie so nudig ist. Sie hat so tolle, schöne
buttrige Töne, die sich toll auf dem Auge verblenden lassen. Da sind schon so schöne Looks mit entstanden. Mit diesen Schimmertönen dann passend dazu lässt sich das Ganze super toppen und immer wieder auch einen kleinen anderen Pfiff reinbringen. Ich mag die Palette sehr, sehr, sehr gerne. So, eine 9er Palette habe ich noch. Das ist die Watermelon Breeze Palette. Die ist jetzt auch ein bisschen knalliger. Revolution kann eben auch echt gut so knallige Farben. Ne? Das ist also wirklich richtig schön. So, da schaut das Ganze von innen jetzt so aus, so richtige Wassermelonenfarbe. Wir haben hier Grün, wir haben Pink, wir haben auch dieses Weiß-Beige aus der Mitte von der Wassermelone. Total gut. Wir können hier auch mal was swatchen. Das ist jetzt so ein Metallic-Ton. Hier ist so dieses richtige Spill the Juice. Cool. Und vielleicht nehmen wir nochmal hier auch so einen Grünton. Das ist schon echt krass, ne? Lassen sich super Looks mitschminken. Da sind wir jetzt schon bei der Nummer 7. Dann habe ich zwei 16er Paletten. Habe ich einmal hier Kombucha Kiss. Das ist diese hier. Ich glaube, die habe ich noch nicht ausprobiert, wenn ich richtig überlege. Aber bei Revolution ist es ja auch so, wenn man direkt bei Revolution bestellt, bestellt man natürlich etwas mehr, weil das auch einfach länger dauert. Man bestellt ja in Großbritannien. Habe ich das überhaupt vorhin gesagt, dass es eine Marke aus Großbritannien ist. Und die haben immer super Angebote, also super Sale-Aktionen. Und dann nutzt man das natürlich aus und bestellt ein bisschen mehr, dann kann man die nicht alle auf einmal testen. Ne? So ist das einfach. So, die Kombucha Kiss Palette schaut von innen so aus. Das ist auch eine ganz tolle Mischung, finde ich. Natürlich haben wir hier, ne, so einen Pinkton, das sagt die Palette ja auch schon an sich. Auch das Gelb finden wir wieder, so ein Peach, Orange, aber auch hier so einen ganz tollen dunklen Ton. Das ist so ein Grün-Grau. Ja, richtig interessant, ne? Wollen diesen Neon-Pink hier auch einmal neben machen. Also es ist schon nicht so schlecht, ne? Richtig gut. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht wird es ja heute die Palette. So, eine 18er Palette habe ich noch. Muss man eben so ein bisschen Platz schaffen. Das ist die Candy Haze Palette. Die war auch lange Zeit eine meiner Favoriten. Ich finde die einfach so toll. So viele Möglichkeiten, so tolle Schimmertöne sind hierbei. Also gerade die Schimmertöne sind es einfach, ne? Hier haben wir so einen Fliederton in Schimmer, der einfach richtig gut ist. Oder hier dieses Silber. Ja, ist einfach total krass, ne? Ich mag die Farbe total gerne. Alles ein bisschen dezenter, aber richtig schön. Es geht weiter mit den Flawless Paletten. Da habe ich auch wirklich nur zwei. Ich weiß auch nicht genau warum. Also mich interessieren die jedes Mal total, aber dann bin ich immer unschlüssig, welche ich genau kaufen soll. Welche ich kaufen musste, war natürlich die Flamingo, weil ich einfach Flamingos so, so toll finde. Und hier mit dieser Gefiederoptik, ich liebe es total. Ich mochte auch die Palette total gerne, das kann man glaube ich auch gut sehen, die ist schon mega gut benutzt. Bei der scheiden sich auch so ein bisschen die Geister, also viele mögen die Qualität der Lidschatten nicht. Ich finde, es lässt sich einfach richtig gut schichten. Also man kann vielleicht beim ersten Auftrag nicht genau die Farbe so rausholen, aber es lässt sich gut verarbeiten. Hier finde ich halt diesen Rosé-Schimmerton richtig toll. Ja, der ist ein bisschen schwächer, aber man kann die halt eben aufbauen. Hier dieser, der nennt sich hier Korallton, ist aber ja eigentlich so ein Pink. Also ist schon toll, ich finde die gut. Die Blautöne habe ich, glaube ich, bisher nur geswatcht. Die waren noch nicht auf meinem Auge. Als ich die geholt habe, war ich noch nicht ganz so mutig. Aber ist auch ein toller Türkiston. Also ich mag die Mischung einfach richtig gerne. Das ist dann jetzt die Nummer 10. Und ich habe noch eine Gefiederpalette, das ist die Birds of Paradise. Die habe ich mal von der Nina geschenkt bekommen. Das ist so eine richtige bunte, knallige Palette. Mega krass, was damit möglich ist. Und es sind auch so zwei Pressed Glitter dabei, die auch richtig, richtig krass sind. Die man aber ohne Kleber gar nicht aus dem Fännchen bekommt, also ohne nasse Base oder so. Aber richtig schön. Die Palette verwirrt mich am Anfang immer so ein bisschen, weil sie einfach so bunt ist und so, ich weiß nicht, neon, pastellig, hier ist irgendwie alles dabei. Aber wenn man mal so kleine Quadros bildet,
dann weiß man immer, wie man schminken könnte. Also zum Beispiel die vier Farben hier unten passen gut zusammen. Dann die vier Farben, ups, da sind wir, passen gut zusammen. Also man kann immer so Quadros bilden und dann wird es ein bisschen einfacher, finde ich. Ja, richtig schön. Auf der Nummer 11. Auf der Nummer 12 habe ich eine Kooperation. Das ist damals mit Roxy Saurus entstanden. Das ist die Roxy Palette. Das ist die blaue. Ich glaube, da gibt es irgendwie auch mehrere. Genau, und die habe ich, ich glaube, aus dem Wanderpaket. Oder habe ich sie als Beigabe mal gehabt? Das weiß ich gar nicht genau. Die ist auch sehr bunt, aber ein bisschen dezenter bunt. Also das ist nicht ganz so, dass mich das überfordert, wie jetzt gerade die andere Palette. Ein bisschen pastellige Töne, tolle Schimmertöne sind dabei. Also hier haben wir auch wieder so einen super Schimmerton. Ja, mega krass. Können wir mal hier auch noch in das Apfelgrün gehen hier, in so ein helles Grün. Also gefällt mir richtig gut. Eine tolle Palette auf der Nummer 12. So, und dann bleiben jetzt noch meine Reloaded Paletten. Davon habe ich vier Stück, auch aus dem Adventskalender. Heat Turner, das ist diese hier. Sehr nudig, sehr schön, tolle Brauntöne, so ein bisschen was Rosé. Habe ich auch schon ein paar Mal verwendet, war auch schon an einer Schminkschublade von mir. Mag ich sehr gerne leiden. New Tales ist diese Palette hier. Die habe ich mir erst vor kurzem aus einem Wanderpaket rausgenommen. So ein bisschen rosanere Töne, ein bisschen was Rotes sogar richtig hier unten. Also auch total interessant. Sehr schön. Und dann habe ich noch Prestige. Die ist jetzt sehr ähnlich wie die Turner Palette. Wir können die auch mal nebeneinander halten. Also erstmal ist das hier die Prestige Palette. Und das ist die Heat Turner. Also sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus, aber die ist etwas kühler und die ein bisschen wärmer von den Tönen her. Ne? Siehst du das? Also hat schon einen Unterschied. Gefallen mir auch beide richtig gut. Und dann habe ich noch eine Palette, was eigentlich eine Highlighter-Palette ist, aber die ich definitiv nicht als Highlighter verwende. Das ist die Ultra Stope Balm Palette. Die schaut so aus. Das sind so ja, Creme-Highlighter eigentlich. Wunderschön, aber als Highlighter einfach viel zu krass. Allerdings als Topper auf dem Auge richtig schön. Die halten total gut. Also es sind einfach krasse Schimmertöne. Ich mag die furchtbar gerne. Ich kann mal so ein paar hier swatchen. Habe es auch ein paar Mal schon getragen. Also wirklich als Highlighter für mich einfach geht das gar nicht. Aber auf dem Auge gefallen sie mir sehr gut. Ich packe sie jetzt hier mit rein ins Ranking, obwohl die ja einzeln nicht so doll wirken. Aber vielleicht sind wir da einfach ein bisschen kreativer, falls Alexa sich dann dafür entscheidet. Ja, und meine größte Revolution-Palette kommt aus einem Tauschpaket von der lieben Edda. Und das ist diese hier, die Treehouse of Horror aus dieser Simpsons-Reihe. Und jetzt fällt mir auch erst auf, ich habe echt wenig von diesen Filmsachen von Revolution, obwohl ich das gerade immer richtig gut finde. Klar, ich habe den Game of Thrones Adventskalender gehabt und ich habe hier Batman und Joker und jetzt eben die Simpsons. Aber es gibt auch tolle Kooperationen mit Shrek oder auch mit anderen Zeichentrickserien. Irgendwie ist es da noch nie zu gekommen. So, und die Palette ist wirklich der Hammer. Ich hätte sie mir nie gekauft, aber ich bin der Edda so dankbar, dass ich die habe. Die sieht auch krass bunt aus, aber das ist sie gar nicht. Also so schlimm ist es gar nicht, wie es erst scheint. So rum kann man es vielleicht eher sagen. Weil hier lassen sich auch ganz toll so Quadros bilden, mit denen man super Looks schminken kann. Zum Beispiel die vier Farben jetzt hier, von dem Braun bis zu dem Pink, also so quasi. So, so hübsch. Das wirkt so gut. Und auch hier unten. Das klappt so gut mit den Farben. Also richtig schön. Tolle, wir haben verschiedene Konsistenzen, so ganz pudrige, so ein bisschen cremige. Wir haben Schimmertöne, wir haben Glitzertöne, also hier ist irgendwie alles dabei. Und die letzte Palette ist dann meine Nummer 17. Jetzt wird es spannend. Echo, nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 17. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 17, 4. 4! Muss ich wirklich gucken, das ist ja schon lange her jetzt. 1, 2, 3, 4. Das ist die Batman-Palette. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Heieieiei, okay, alles klar. Das sind wirklich diese dunklen, grunchigen Töne. Das wird ein sehr spannender Look.
Aber bevor ich jetzt starte, wechsle ich, glaube ich, eben erst den Akku. Gleich beim Schminken, schlapp mal. So, der Akku ist gewechselt und ich würde sagen, es geht los mit der Batman-Palette. Also mein fertiger Batman-Look. Ich habe jetzt dieses Gelb und das Schwarz, die typischen Farben, rausgelassen, weil ich habe heute, wie gesagt, einen langen Tag. Ich habe noch ein paar Termine und ich will mich jetzt gleich nochmal extra umschminken. Es sollte ja auch ein bisschen alltagstauglich sein. Also meine Looks müssen auch alltagstauglich sein. Mir gefällt das wirklich ganz gut. Aber mache jetzt noch eben weiter mit den Augenbrauen und Mascara. Dann zeige ich das Ganze nochmal von nahem. Augenbrauen geht es weiter. Da habe ich zwei Produkte. Einmal diesen hier, der ist ganz neu. Precise Brow Pencil in der Farbe Medium Braun. Gab es, glaube ich, irgendwo auch mal mit dabei oder so. Der schaut so aus. Es ist so ein ganz dünner Stift mit einem Spoolie an der Rückseite. Und dann habe ich noch aus dem Adventskalender so einen richtigen Stift zum Anspitzen. Den habe ich jetzt auch gerade in meiner Schminkschublade. Der gefällt mir echt gut. Das ist auch die Farbe Medium Braun, aber halt keiner zum Hochdrehen, sondern eben so einer zum Spitzen. Eins. Und 2. Echo, nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 2. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 2. 1. 1, okay, wir testen diesen hier mit dem Spoolie dran. Ich bin gespannt. Das ist nämlich so eine ganz, ganz mega dünne Spitze. Es geht los. Natürlich ideal, um so kleine Härchen nachzuzeichnen, aber um sie jetzt so insgesamt aufzufüllen, verbraucht er sich einfach viel zu schnell. Das ist immer der Nachteil bei diesen ganz, ganz feinen Spitzen, aber an sich das Ergebnis gefällt mir richtig gut. Es geht weiter mit Fixing Spray. Da habe ich 3 zur Auswahl. Einmal auch aus einem Wanderpaket habe ich mir dieses rausgenommen, Hydrate and Fix. Radiance Make-up Fixing Spray. Das roch, glaube ich, so gut, wenn ich mich richtig erinnere. Das habe ich noch ganz neu, also auch noch nicht getestet. Ja, das roch irgendwie ein bisschen nach Schwimmbad oder so. Also sehr interessant. Auf der Nummer 1. Auf der 2 habe ich eins aus dieser Friends-Reihe von Rachel. Das habe ich auch schon an der Schminkschublade gehabt. Ist also auch schon gut aufgebraucht. Das roch, glaube ich, auch so gut. Also das können die, ne? Ja, so ein bisschen fruchtig roch das, glaube ich. Und auf der Nummer 3, auch aus dem Adventskalender von Game of Thrones, das Fixing Spray auf der Nummer 3. Echo, nenne eine Zahl zwischen 1 und 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3, 2. 2, okay. Damit sind wir bei dem, was ich schon kenne, das von Rachel. Ich rutsche eben was zurück und gebe mir das eben drauf. Okay, das hatte ich nicht mehr im Blick. Starker Sprühstoß, dicke Tropfen. Das hatte ich anders in Erinnerung, aber so ist das manchmal mit Erinnerung. Das drückt auch mal. Aber es riecht wirklich sehr, sehr, sehr angenehm. Ja, und hat sich jetzt auch gut verteilt. Also sitzt jetzt auch nicht so auf dem Gesicht. Sehr schön. So, wir kommen noch zur Mascara. Da habe ich auch 2 zur Auswahl. Wieder von der Game of Thrones Reihe, so eine goldene Verpackung mit einem Faserbürstchen, so ein bisschen dickerem Faserbürstchen. Die riecht ein bisschen streng. Und dann habe ich hier so eine ganz bunte, so eine schillernde Mascara, die nennt sich Blowout High Volume Mascara. Da schauen wir auch mal. Das ist ein Silikonbürstchen, aber auch so ein ganz dickes. Ich bin gespannt. Echo, nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 2. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 2, 2. 2, okay. Wir sind bei dieser Blowout High Volume Mascara. Es geht los. Okay.
Also ich weiß nicht so genau. Sie ist jetzt nicht schlecht. Aber so richtig mega überzeugt davon bin ich irgendwie auch nicht. Mal gucken, wie sie so hält über den Tag. Das gilt noch abzuwarten. So, Lippenprodukte gibt es wieder ein paar mehr. Ich schau mal. Ich habe hier als erstes aus dem Adventskalender von Revolution ein Jelly Gloss in der Farbe Kiss. Das ist so ein Rosé mit ganz vielen Schimmerpartikeln drin. Ich habe noch ein Jelly Gloss. Das ist die Farbe Proud. Das ist durchsichtig mit so einem Pearl-Effekt, also mit so ja, perlenfarbigen Schimmer drin. Auf der Nummer 2. Auf der Nummer 3 habe ich einen Lippenstift aus dieser wunderschönen Reihe mit dieser tollen Verpackung. Ich mag das voll gerne. Gibt es da auch einen Namen zu der Reihe? Das haben die mal nicht. Da sind oben drauf diese Lippen abgebildet in der passenden Farbe. Das ist die Farbe Rose. Rose. Schaut so aus. Den habe ich auch schon ein paar Mal verwendet. Mag ich gerne leiden. Auf der Nummer 4 habe ich dann einen von Game of Thrones. Die haben auch überhaupt gar keinen Namen. Weder Namen noch Farbbezeichnung. Da habe ich einmal so einen Newton. Ich glaube, die sind auch matt. Und einmal noch einen, so ein etwas dunklerer Ton. Ja, also so dunkler als das Nude, ne? So ein bisschen auch wieder Rosé. Das wäre dann auf der 5. Aus irgendeiner Box, so eine Kombi-Box, die ich mal geholt habe, habe ich so ein Lipgloss in so einem Metallic-Ton. Das ist hier Lingerie. Heißt der Farbton so? Nudes Collection Metallic Lipgloss. Lingerie. Das ist so ein helles Kupfer-Metallic, aber ganz hell. Also sehr, sehr, sehr hübsch. Von Game of Thrones habe ich noch einen Lipgloss. Hatte der denn wenigstens eine Farbe? Ich glaube auch nicht, ne? Das ist so ein knalliges Rot. Also das ist sehr, sehr, sehr knallig. Und dann habe ich noch zwei Lippenstifte von Revolution. Diese schwarzen aus dem Standardsortiment. Da habe ich einmal hier die Farbe Chauffeur. Sehr, sehr, sehr hübsch. Und das andere ist so ähnlich vom Farbton. Das nennt sich Baby. Genau. So, und das ist jetzt die Nummer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Echo, nenne mir eine Zahl zwischen 1 und 9. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 9, 8. 8, okay. Damit sind wir bei dem Lippenstift Chauffeur. Und ich würde sagen, das hat sie gut gemacht, denn der Farbton passt jetzt recht gut zu meinem Gesamtlook. Ich trage ihn auf. Es geht los. Das ist doch wirklich, ergänzt sich super. Das Rot von Game of Thrones wäre jetzt ein bisschen schwierig gewesen. Was ich übrigens noch eben ergänzen möchte, bei diesen Lippenstiften sieht man ja immer hier unten den Farbton. Man kann dieses kleine Pöttchen hier auch abmachen und dann kann man hier mit dem Pinsel reingehen. Hier ist also auch noch Lippenstiftprodukt drin. Das wissen viele gar nicht, habe ich letztens gemerkt. Von daher sei es das eben nochmal an dieser Stelle hier erwähnt. So, das ist also mein fertiger Look. Ich mache mal eben noch meine Haare auf. So, einmal ein bisschen durchgewuschelt. Dann ist das jetzt hier mein, ich wollte schon sagen Game of Thrones Look. Nein, mein Revolution Look. So sieht's aus. Ich komme mal eben fürs Augen-Make-up ein bisschen näher. Und wie gefällt dir das? Schreib mir das unbedingt in die Kommentare. Ist das ein Look, der dir auch zusagen würde? Oder sagst du, nee, Yvonne, für mich muss das knalliger sein. Du hast so tolle Paletten dabei. Ich hätte mir die Birds of Paradise oder die Simpson Palette gewünscht. Lass mich das gerne wissen. Genauso würde mich total interessieren, hast du so ein Favorite-Produkt von Revolution? Wo du sagst, also das ist mein Go-To-Concealer, Foundation, Palette, was auch immer, Lippenprodukt. Schreib mir das gerne in die Kommentare, ich bin immer wieder auf der Suche nach tollen Neuheiten. Also ich mag es wirklich sehr. Ich hoffe, die Foundation hält jetzt über den Tag so, wie sie jetzt gerade ist, weil wie gesagt, ich habe heute einen langen Tag. Ich wollte schon öfter gesagt, ne? Ja, ich leide darunter, es tut mir leid. So, nun aber noch, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.